Hallo und herzlich willkommen zurück zu Grundlagen der funktionalen Analysis. Heute mit Kapitel 13 zum zweiten Prinzip der funktionalen Analysis, nämlich dem Prinzip der gleichmäßigen Beschränktheit. Ich nehme das jetzt zum zweiten Mal auf, weil mir ist gerade aufgefallen im ersten Aufnahmetake, dass der Beweis, den ich hier zum Prinzip der gleichmäßigen Beschränktheit hatte, völliger Mumpitz war. Weil da mischten sich einfach zwei Beweise. Ich habe die aus zwei Büchern damals zusammengeklaubt. Ja, und das hat sich nicht aneinander angepasst. Und das habe ich jetzt gerade erst schmerzhaft gemerkt. Jetzt muss ich den Beweis also nochmal überarbeiten. Hat auch geklappt, hoffe ich. Werden wir gleich sehen. Aber jetzt ist er auf jeden Fall in einer Fassung, wo ich ihn präsentieren kann. Wir machen heute also im Prinzip da weiter, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Da haben wir den Satz von Bär bewiesen. Da hatten wir ja das Hauptresultat im Bär'schen Kategoriensatz, Satz von Bär, wie auch immer man ihn nennen mag, dass in einem vollständigen metrischen Raum jede offene Menge von zweiter Kategorie ist. Und ja, sowas werden wir heute anwenden, beziehungsweise sowas werden wir heute mal ein wenig weiterdenken. Und zwar werden wir uns anschauen, was passiert denn, wenn wir ein bisschen mehr fordern von so Folgen oder Mengen von linearen Operatoren, nämlich gleichmäßig beschränkt hat. Was können wir dann folgern? So, warum funktioniert das Ding hier nicht? Was soll das? Hat doch vorhin noch funktioniert. Egal, nehmen wir die Maus. Das habe ich im Wesentlichen schon gesagt. Also die Idee, die wir jetzt haben, ist, wir nehmen uns eine Folge stetiger linearer Operatoren. Die Räume, zwischen denen die operieren, die sollen jetzt normiert sein. Und einer der beiden Räume oder auch beide Räume können vollständig sein. Und jetzt wollen wir gucken, was passiert. Oder was kann ich dann aussagen, zum Beispiel über Grenzoperatoren? Ne, oder was kann ich generell aussagen über die Eigenschaften von so einer Operatorenfolge? Und dafür brauchen wir eben dieses Prinzip der gleichmäßigen Beschränktheit. Und damit werden wir dann einen der Grundpfeiler der Funktionalanalysis rausholen. Und das ist der Satz von Banach-Steinhaus. Ne, und das geht dann relativ Schlag auf Schlag. Das Schöne an dem neuen Beweis ist übrigens, er ist wesentlich kürzer. Ja, weil wesentlich schöner zusammengeschachtelt. Also, was ist erstmal gleichmäßige Beschränktheit? Ist relativ einfach erklärt. Wir nehmen uns zwei normierte Räume, eine Menge von stetigen linearen Operatoren. Und die Menge heißt gleichmäßig beschränkt, wenn die Menge der Operatornormen beschränkt ist. Also wenn das Supremum über eben die Operatornormen für jeden einzelnen Operator in dieser Familie bzw. Menge von Operatoren kleiner ist als unendlich. Ne, das ist eine relativ naheliegende Definition. Deshalb überrascht es eigentlich auch nicht wirklich, dass man die trifft. Ich lege nun mal einfach wieder das Buch dazwischen. Ne, damit ich mir hier irgendwie nicht aus Versehen einen Fehler zusammenbaue. Ne? So, also das ist gleichmäßige Beschränktheit. Das ist eine relativ naheliegende Definition bzw. eine relativ einleuchtende Idee. Man kann das natürlich auch einfach so sagen. Man kann sagen, die Operatornorm ist halt beschränkt. Das heißt, für jeden Operator aus der Menge H existiert eine entsprechende Konstante. Und das C ist quasi nur das Supremum der Konstanten. Nur so kann man das nehmen. Und insbesondere ist halt diese Supremumskonstante nicht unendlich. Das deutet das einfach nur an. Und damit können wir jetzt dieses Prinzip schon formulieren, das Prinzip der gleichmäßigen Beschränktheit. Das nimmt sich jetzt nämlich zwei normierte Räume und eine Menge stetiger linearer Operatoren zwischen diesen Räumen, ne? Also H Teilmenge L von xy. Und jetzt nehmen wir an, es gibt eine Menge z in x, die von zweiter Kategorie ist. Und zwar derart, dass die Bildmengen tz für t aus h für jedes z in z beschränkt sind. Das heißt, wir nehmen Operatoren aus h, die Urbilder quasi aus dem Groß Z, und da müssen die Bilder immer beschränkt sein in y. Und dann ist H schon gleichmäßig beschränkt. Das ist sozusagen die Aussage. Ja, und das müssen wir jetzt irgendwie beweisen. Und da geht es jetzt ein bisschen schneller als in dem ursprünglichen Beweis, den ich hatte. Und vor allen Dingen mischen sich nicht zwei Beweise. Jetzt steht hier auch leider nicht mehr Grundlagen der Funktionalanalysis Kapitel 13. Habe ich jetzt nämlich vergessen. Ist aber nicht schlimm. Steht ja unter dem Video. So, also das wollen wir beweisen. Das sind jetzt im Wesentlichen vier Schritte. Keiner davon wirklich lang. Der erste Schritt ist jetzt so ein bisschen eine Arbeitsgrundlage zu schaffen. Ne? Also für n aus n definieren wir uns jetzt so ähnlich Mengen, wie wir das schon gemacht haben. Ich weiß gar nicht, ob es Satz von Bär war oder Satz von Osgood.
oder dieser Folgerungssatz 12.8. Auf jeden Fall haben wir uns ja irgendwo so Mengen definiert, Betrag f von x kleiner gleich n. Und das machen wir jetzt im Wesentlichen auch, nun nehmen wir hier die Norm des Bildes tz. Na, also zn soll gerade sein, alle z aus dieser Menge z von zweiter Kategorie, sodass gerade für jedes t in der Menge h der Operatoren gilt, dass die Norm des Bildes tz gerade kleiner gleich n ist. Das ist sozusagen die Arbeitsdefinition. Die sind dann natürlich alle nach Voraussetzung sozusagen abgeschlossen und beschränkt. Und dementsprechend können wir sagen, okay, die überdecken z. Ne? Weil da muss dann alles drin sein. Das heißt, z ist Vereinigung n gleich 1 bis unendlich zn. Das ist sozusagen der erste Schritt, damit wir so eine Arbeitsgrundlage haben, damit wir Objekte haben, über die wir reden können. Der zweite Schritt ist jetzt, die zweite Kategorie auszunutzen. Ne? Also z ist ja nach Voraussetzung von zweiter Kategorie. Das heißt, es existiert so ein Groß n aus den natürlichen Zahlen, sodass z Groß n innen nicht leer ist. Ne, weil würde es nicht existieren, dann wäre ja z Vereinigung von mageren, von nirgends dichten Mengen und damit mager. Das kann also nicht sein. Das heißt, umgangssprachlich gibt es mindestens eine Menge, die mindestens einen inneren Punkt enthält. Ne, das ist eine sehr, sehr, sehr schwache Form von etwas ist nicht leer. So, und das heißt, anders hingeschrieben, es gibt ein a aus dem Raum x und ein Epsilon größer 0, sodass die abgeschlossene Epsilon-Umgebung um das a komplett in Zn drin liegt. Na, wenn wir uns das jetzt hinmalen, achso, ich habe nicht erweitert. Momentchen, muss ein paar Mal Steuerung E drücken. Das heißt, wenn wir uns das jetzt mal bildlich vorstellen, dann haben wir hier irgendwie unser Zn rumwabern. Und da gibt es jetzt eben ein A drin. Upsi. Sodass ich um dieses A eine komplette Epsilon-Umgebung legen kann. Und das geht eben, weil die Zn natürlich offen sind. Also die Zn-Inneren sind offen. Und das heißt, hier kann ich wirklich so eine Epsilon-Umgebung durchdrehen. Ja, das ist sozusagen erstmal der erste Plan. So, und jetzt nehmen wir uns einen x aus x dazu. Und zwar derart, dass die Norm von x kleiner als Epsilon ist. Hat nämlich zur Folge, dass die Addition a plus x in dieser Umgebung u Epsilon von a quer bleibt. Und das ist noch in Zn drin. Das heißt, wir addieren quasi auf a ein Stückchen drauf. Na, und erhalten dann hier sozusagen den Punkt a plus x. Und der ist immer noch in dieser Umgebung drin. Und das brauchen wir gleich im Wesentlichen dafür, um so eine Dreiecksungleichung aufzuziehen. Denn mit dieser Festlegung sozusagen gilt für alle t aus h, die Norm von t angewandt auf x. Ne? Also wir wollen quasi hier auf dieses x, was wir jetzt hier nicht einzeichnen können wirklich, weil wir nur die Summenwirkung betrachten, da wollen wir was draus ziehen. Und da können wir natürlich erstmal sagen, das ist nichts anderes als die Norm von t angewandt auf x plus a minus a. Ne? Das ziehen wir mit der Dreiecksungleichung auseinander. Das ist dann t von x plus a plus die Norm von t a. Ne, wir können natürlich das Minus nach draußen ziehen mit der Linearität und dann mit der Norm verrechnen. Dann haben wir genau das da stehen. So, jetzt ist aber x plus a ja in zn drin. Also das hier ist in zn, das heißt nach Konstruktion dieser Menge ist das hier kleiner gleich n plus die Norm von t angewandt auf a. Und das a selber ist aber ja auch in zn, das ist ja hier drin. Das heißt, das ist auch wieder nach Konstruktion kleiner gleich als n, das heißt, das ist insgesamt kleiner gleich als 2n. Und das Ganze gilt eben für alle t in dieser Menge h. Und das heißt, ich kann jetzt sozusagen, wenn ich mir das jetzt nochmal aufschreibe, habe ich hier Norm tx. Und das ist kleiner gleich als 2n. Das ist ja sozusagen die Quintessenz dieser Ungleichung. Und jetzt kann ich da ja was zwischenpacken. Ich könnte ja sagen, okay, ich packe hier das 2n durch Epsilon rein. Ja, und da möchte ich hier eine kleine Gleichabschätzung haben. Was muss ich machen, damit ich das wieder ausgleiche? Na, ich muss mit Norm x sozusagen durchmultiplizieren, weil Norm x ist ja gerade kleiner gleich als Epsilon. Und dann können wir hier hinten ein Gleichheitszeichen draus machen. Das heißt, das kann ich hier reinpacken, ohne dass es quasi kracht. Also dass diese Ungleichung, die wir hier oben rausgezogen haben, sozusagen erhalten bleibt. Und das gilt für alle t aus dieser Menge h. So, und jetzt müssen wir nur noch die Operatornorm bilden.
Na, also Bildung der Operatornorm sagt einfach, Norm t ist nichts anderes als das Supremum über Norm x gleich 1, Norm tx. Jetzt können wir hier diese Ungleichung reinpacken, das ist kleiner gleich als Supremum Norm x gleich 1, 2n durch Epsilon Norm x, und das ist dann natürlich 2n durch Epsilon. Na, und das ist definitiv kleiner als unendlich, und zwar für alle t in H. Und das heißt nichts anderes, als dass dieses Supremum über alle Norm t, t in H, dass das eben kleiner als unendlich ist. Und das ist unsere gleichmäßige Beschränktheit. Und damit haben wir diesen Satz im Wesentlichen bewiesen. Das heißt im Wesentlichen, damit ist der Satz bewiesen. Und das wesentlich kürzer als in der ursprünglichen Fassung, die hier ein bisschen falsch drin stand. Gut, jetzt wollen wir uns zunächst mal einen kleinen Eindruck machen, wie man das Ganze gebrauchen kann, indem wir so ein Mini-Beispiel angeben sozusagen. Und zwar gucken wir uns an, wie kann ich diese Voraussetzungen überhaupt erfüllen oder sind die überhaupt sinnvoll? Ne? Also das ist ja so eine Sache, wenn ich so einen Satz aufstelle, dann kann ich natürlich erstmal beliebige Sachen fordern. Ich muss da nur hinterher mal gucken, kann ich überhaupt ein Beispiel finden, wo das erfüllt ist. Ne? Und dafür nehmen wir uns einen Banachraum und einen normierten Raum als Zielraum. Und jetzt setzen wir z gleich x. Ne? Dann ist z natürlich offene Teilmenge, Bärscher Kategoriensatz, z ist von zweiter Kategorie, passt. Und das heißt, nach diesem Satz von der gleichmäßigen Beschränktheit ist erstmal prinzipiell jede Menge von linearen Operatoren von x nach y gleichmäßig beschränkt, solange x als Urbildraum Banachraum ist und y normiert. Also man kann diese, sag ich mal, Voraussetzungen scheinbar sinnvoll erfüllen, und man sieht sogar schon eine ganz schöne, schöne Konsequenz. Wenn unser Urbildraum Banachraum ist und wir auf normierten Raum abschießen, kann ich jede Teilmenge von linearen Operatoren wählen. Das ist immer gleichmäßig beschränkt. Solange man natürlich stetige lineare Operatoren nimmt. Das ist ja auch klar. Ja, also das ist ein nettes Beispiel, und um das jetzt noch ein bisschen zu verschärfen, gucken wir uns jetzt an, was passiert, wenn wir jetzt nicht irgendeine Menge nehmen, sondern tatsächlich eine Folge von Operatoren. Und das führt uns dann zum Satz von Banach-Steinhaus, wenn er denn hier mal funktioniert. Genau, und einen seiner Teilaussagen, es geht dann nämlich um so ein bisschen um Konvergenz auf kompakten Teilmengen, die haben wir schon in Satz 5.4 kennengelernt als Folgerung aus dem Asela-Ascoli. Ja, und das machen wir jetzt. Also wir nehmen uns einen Banachraum x und y einen normierten Raum, und dann nehmen wir uns eine Folge tn von Operatoren in L von xy, also in den linearen stetigen Operatoren, und zwar derart, dass der Limes-Operator, also tx gleich Limes n gegen unendlich tnx, für alle x in x existiert. Also wir setzen quasi punktweise Konvergenz voraus, wenn man so möchte. Ne? Für jeden Punkt x in x existiert der Operator Limes entsprechend. Und dann gelten folgende Aussagen. Erstens, t selber ist ein stetiger Operator. Ja, also der bildet stetig von x nach y ab. Zweitens, die Operatornorm von t ist kleiner gleich als das Supremum über alle natürlichen Zahlen Norm tn. Und das ist kleiner als unendlich. Das kleiner als unendlich ist ziemlich leicht abgehakt, weil wir haben ja gerade gesehen in dem Beispiel, dass wenn man Banachraum als Urbildraum haben und y normierter Raum ist, dann ist jede Menge quasi von linearen stetigen Operatoren automatisch gleichmäßig beschränkt. Das heißt, das geht hier quasi gleich in 2 ein. Ich weiß nicht, ob ich das so formuliert habe, aber ich glaube ja so in etwa. Und das dritte ist, die Konvergenz ist sogar gleichmäßig, und zwar auf jeder kompakten Teilmenge von x. Und das ist so eine Art der Aussage, die hatten wir ähnlich schon mal in 5.4. Ne? Das war ja dieser Satz mit ist stetig in einem Punkt und so weiter. Ja, und das wollen wir jetzt beweisen. Und das ist jetzt tatsächlich gar nicht so ein schwieriger Beweis. Also der zieht jetzt im Wesentlichen aus diesem gleichmäßigen Beschränktheitsding ziemlich viel raus. Also Beweis von Satz 13.4. Zack. Also was haben wir denn erstmal aus der Voraussetzung? Aus der Voraussetzung können wir uns erstmal rausziehen, dass die Mengen tnx für n aus n in jedem Fall beschränkt bleiben. Also die sind beschränkt für alle x in x. So, und dann können wir das Prinzip der gleichmäßigen Beschränktheit da drauf werfen. Also 13.2 sagt uns, es existiert ein c größer 0, so dass die Operatornorm tn, ne, da muss kein y drin sein, auf Operatornorm,
sodass die beschränkt werden durch dieses C und zwar für alle n aus n. Das ist sozusagen einfach das Supremum über die Operatornorm. Das ist im Wesentlichen damit versteckt. So, jetzt existiert ja der Limes punktweise. Also Tx existiert für alle x in x. Dann folgt natürlich auch sofort, dass die Norm von Tx, und jetzt wenden wir unsere Standardungleichung an, ist kleiner gleich als die Norm von t mal die Norm von x. Quatsch. Wir wissen noch nichts über die Norm von t. Moment. Da das für alle existiert, folgt Norm tx ist kleiner gleich als c-Norm x. Man setzt also einfach den Limes ein, nutzt die Stetigkeit aus. Und das heißt, wir haben die Norm von t ist kleiner gleich als unendlich. Kleiner als unendlich. So, und wenn die Norm von t kleiner als unendlich ist, ist t halt linearer Operator. So, und damit haben wir erschlagen, dass zum einen t in L von xy ist und zweitens eben Norm t kleiner gleich als eben Sub n aus n tn ist. Das Sub n aus n, das steckt quasi hier drin. Das ist im Wesentlichen Supremum n aus n Norm tn. Wegen 13. 2. Damit haben wir also 1 und 2. Das heißt, es bleibt nur noch zu zeigen, dass die Konvergenz auf kompakten Teilmengen gleichmäßig ist. Und dafür müssen wir jetzt ganz tief zurückgreifen auf Kapitel 5. Und zwar brauchen wir Satz 5.11. Und Satz 5.11 sagt eben aus, dass Tn gegen T konvergiert. Und zwar gleichmäßig auf präkompakten Teilmengen. So. Jetzt ist aber jede kompakte Menge durch endlich viele präkompakte Mengen überdeckbar. Also jede kompakte Menge besitzt eine endliche präkompakte Überdeckung. Das heißt, wir haben hier quasi so ein Kompaktum. Das ist Vereinigung von präkompakten Mengen. Sieht dann irgendwie so aus. Auf jeder präkompakten Menge ist die Konvergenz gleichmäßig. Also auf der Vereinigung. Und die Vereinigung überdeckt halt ganz K. Also ist die Konvergenz auf Kompaktum gleichmäßig. Und da wir eben unabhängig vom Kompaktum argumentieren, ist das halt für alle fällig. Und das ist im Wesentlichen der Satz von Banach-Steinhaus. Also da passiert jetzt im Beweis nicht viel, weil wir haben halt das Prinzip der gleichmäßigen Beschränktheit reingesteckt. Und das hilft einem schon was. Also das ist schon nicht schlecht. Genauso wie diese ganzen Prinzipien. Also die sind tatsächlich mal Sätze, die auch wirklich eine Anwendung finden. Den Satz, den sollte man auf jeden Fall immer irgendwie im Hinterkopf behalten. Weil der kommt schon häufiger mal vor, aber nicht immer so offensichtlich ins Gesicht. Also der ist schon ab und zu mal versteckt hinter einigen Sachen drin. Aber da passiert halt mal ab und zu viel mit. So, jetzt sind wir auch im Wesentlichen schon durch. Was wir jetzt nämlich noch machen wollen, ist, wir wollen noch eine Folgerung sozusagen ziehen, die eigentlich ein Satz ist, deswegen heißt er gleich auch Satz, aber da folgt halt vieles halt direkt aus den Sätzen, die wir bis jetzt haben. Und dann wollen wir noch eine Anwendung geben, wie man den Satz von Banach-Steinhaus ins Spiel bringen kann. Wobei wir nicht wirklich sehen, wie man den ins Spiel bringt, weil ich den Beweis nicht mache. Aber ich sage euch, wo ihr ihn finden könnt. Dann könnt ihr ihn euch einfach in Ruhe nachlesen, weil das Problem, auf das wir das Banach-Steinhaus, auf dem wir den Satz von Banach-Steinhaus anwenden wollen, das ist numerisch und führt hier zu weit. Und dementsprechend belassen wir einfach mal dabei, dass es halt geht und dann kann man halt damit nochmal nachlesen. Ich gebe euch wie immer den Link an, im Skript findet das sowieso dann drin und dann könnt ihr da weitergucken. Und der Satz, den wir uns jetzt noch angucken wollen, das ist 13.5. Das sind Äquivalenzen zwischen verschiedenen Aussagen, die alle irgendwie auf den ersten Blick nicht ganz so viel miteinander zu tun haben, die aber im Zusammenhang doch wieder relativ interessant sind. Und zwar, wenn wir jetzt voraussetzen, dass sowohl Urbildraum als auch Zielraum
Banachräume sind und wir eine Folge stetiger linearer Operatoren nehmen, dann sind folgende Aussagen äquivalent. Erstens, die Folge konvergiert gleichmäßig auf kompakten Mengen in x. B, tn, also die Folge konvergiert punktweise auf x. Und c, tn konvergiert punktweise auf einer dichten Teilmenge von x. Und das Supremum der Operatornorm ist kleiner als unendlich. Das sind äquivalente Aussagen. Und das werden wir jetzt beweisen, wie man es bei Äquivalenzketten häufig macht, indem wir einfach einen Ringschluss durchlegen und dann gucken, dass wir das zusammenbekommen. Also Beweis von Satz 13.5. Wir fangen an mit A nach B. A nach B ist nämlich eigentlich nichts zu zeigen. Folgt sofort. Und zwar aus der Existenz einer kompakten Überdeckung von x. Ne, was war a nach b, wenn wir wenn wir gleichmäßige Konvergenz auf kompakten Mengen haben, dann konvergiert es punktweise auf ganz x. Jetzt überdeckt man einfach den gesamten Raum mit kompakten Mengen und dann hat man eben die punktweise Konvergenz durch die gleichmäßige Konvergenz auf den kompakten Mengen geschenkt. Das wäre also sozusagen die einfachste Richtung. Jetzt müssen wir von B nach C. Also wir können voraussetzen, dass wir sozusagen punktweise Konvergenz haben. Und jetzt müssen wir daraus irgendwie die gleichmäßige Konvergenz auf einer dichten Teilmenge packen. Und dazu fassen wir einfach mal die Folge als Menge auf. Also wir fassen die Folge Tn als Menge auf. Die Menge nennen wir dann naheliegenderweise für unsere Terminologie H. Das sind dann also immer alle Tn, n aus n. Und jetzt wenden wir im Wesentlichen an, dass diese Operatoren alle linear sind. Also da Tn in L von x, y für alle n aus den natürlichen Zahlen und zudem die Menge Tx, T in H für alle n aus n beschränkt ist. Nur das ist im Wesentlichen die Stetigkeit, die formuliert ist, folgt jetzt die Aussage im Prinzip aus 13.2. Also folgt mit dem, mit dem Prinzip der gleichmäßigen Beschränktheit, dass das Supremum über n aus n über die Operatornorm tn, dass das kleiner ist als unendlich. Ja, und das ist aber natürlich gerade das, was wir haben wollen. Denn wenn wir uns nochmal angucken, was wir eigentlich zeigen wollen, das konvergiert punktweise auf einer dichten Teilmenge und es gilt diese Eigenschaft. Na gut, punktweise Konvergenz haben wir schon auf x, das heißt, wir können im Prinzip die dichte Teilmenge als ganz x wählen sozusagen, dann ist das dicht logischerweise und wir haben eben nach dem Prinzip der gleichmäßigen Beschränktheit genau diese Eigenschaft. Haben wir damit also auch diese Äquivalenz fertig. Und jetzt fehlt im Wesentlichen nur noch der Rückschluss. Wir müssen ja von C wieder zurück zu A. Und jetzt können wir eben voraussetzen, Tn konvergiert punktweise auf einer dichten Teilmenge. Der Teilmenge geben wir einfach mal den Namen A-Teilmenge x und erfüllt Sub über die Operatornorm, also über Tn, n aus n, kleiner unendlich. Das sind sozusagen die Voraussetzungen. Jetzt nehmen wir uns wieder Satz 5.11 raus. Der sagt uns dann die Konvergenz. Konvergenz von Tn gegen den Grenzoperator T ist gleichmäßig auf präkompakten Teilmengen. Jetzt sieht man vielleicht im Rückschluss auch nochmal, warum wir uns in Kapitel 5 mit solchen Dingern beschäftigt haben und warum auch dieses Kapitel 4, was ja zu kompakten Räumen und Asela Ascoli war, auch im Nachhinein noch wieder eine Wirkung hat. Also das sind alles Sachen, die braucht man halt irgendwann mal, aber die braucht man nicht so direkt nach dem Kapitel, sondern die kommen halt einfach mal 8, 9 Kapitel später. Das passiert auch gerne mal. So, und jetzt wählen wir uns einfach eine präkompakte Überdeckung U aus. Wählen nun präkompakte Überdeckung
u, was überdeckt die denn, von a aus, die auch gleichzeitig Überdeckung von u ist, von x ist, die auch Überdeckung von x ist, geht wegen der Dichtheit, ne? Also hier geht die Dichtheit ein. Das ist sozusagen der wichtige Punkt. Ja, und dann konvergiert natürlich Tn auf der Überdeckung gleichmäßig, also auch auf x. Ja, also dann konvergiert, was dann haben wir hier schon, also dann konvergiert Tn gleichmäßig auf u gegen t. Ja, und das ist gerade die Behauptung. Ja, weil wenn wir uns nochmal angucken, was A war, konvergiert gleichmäßig auf kompakten Mengen, dann nimmt man sich jetzt quasi eine kompakte Menge raus, die wird dann hier von der Überdeckung erfasst und dann haben wir da gleichmäßige Konvergenz und dann haben wir sozusagen A damit. Ja, also daraus folgt A. Und das ist der gesamte Ringschluss. Ja, jetzt wollen wir noch gucken, wie man sich das eben prinzipiell vorstellen kann, wenn man das anwendet. Und dazu gucken wir uns jetzt eben noch so ein numerisches Problem an, und zwar den Satz von Schegel. Der wird wichtig, wenn man, was man ja häufiger mal tut in der Numerik, numerisch integriert. Und zwar nehmen wir uns jetzt hier so eine generische Näherungsquadratur, und zwar genauer gesagt eine Folge von Näherungsquadraturen Qn, die einfach gewisse Gewichte Alpha nk und die Funktionsauswertungen in tnk haben und das Ding einfach aufsummiert. Ganz billiges Beispiel wäre zum Beispiel die Simpson-Regel, ne? Nur als Beispiel genannt. Und dann konvergiert diese Quadraturformel genau dann für jede stetige Funktion gegen das Integral, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind. Erstens, das Supremum n aus n über die Summe der Gewichte ist kleiner als unendlich. Und zweitens, die Konvergenz gilt für Polynome. Und das möchte ich deshalb hier nicht beweisen, weil der Beweis nämlich den Weierstrassischen Approximationssatz bedarf. Ich kann euch das aber kurz zeigen. Das ist übrigens die LaTeX-Seite dieses Skripts. Wo haben wir es denn? Hier haben wir es doch gerade schon gehabt. Ich hatte das ja eigentlich schon mal vorbereitet. Und zwar beweist man das im Wesentlichen folgenden. Wie gesagt, das hatte ich mal irgendwann schon mal als Seminarthema. Man zeigt, dass die Operatornorm von Qn einfach die Summe der Gewichte ist. Dann nimmt man den Satz von Banach-Steinhaus und zeigt damit, dass Q1 und Q2 notwendig sind. Also Q1 und Q2 sind hier die beiden Bedingungen. Die heißen jetzt bei mir, glaube ich, ein bisschen anders. Und dann zeigt man einfach zurück, dass aus den beiden Bedingungen auch der Rest folgt. Dabei braucht man aber keine Funktionalanalysis mehr, ne? Also das funktioniert dann so, man baut sich so eine gewisse Funktion auf, die in den Stützstellen genau die Vorzeichen der Gewichte sind. Die sind dann stückweise stetig linear. Und dann kriegt man hier raus, dass dass diese Abschätzungen gelten. Und damit hat man hier diese Supremumsnormabschätzung bzw. Operatornormabschätzung. Dann setzt man eben x und y fest, ne, wählt sich eine Folge oder sagt, dass Qn halt die Folge in L von xy ist. Dann wendet man den Satz von Banach-Steinhaus an und dann kriegt man hier raus, dass die Operatornorm des Grenzoperators eben auch wieder kleiner als unendlich ist. Und dann nimmt man den Approximationssatz von Stone-Weierstrass und kriegt halt stets solche Polynome hin, die das hier erfüllen. Und dann hat man es im Prinzip. Und umgekehrt guckt man sich halt an, was die Konvergenz bedeutet. Dabei kommt auch wieder der Approximationssatz von Weierstrass rein. Dann macht man hier so eine krumme Abschätzung wegen der Konvergenz auf dem Polynom und dann zerhackt man das einfach mit der Dreiecksungleichung und muss ein bisschen rumrechnen und dann hat man im Prinzip alles. Also das wäre der Satz von Schegel. Das Paper dieses Seminars, was ich damals gemacht habe, das ist im Literaturverzeichnis verlinkt. Also das findet er dann auf jeden Fall auch entsprechend, damit er das vielleicht mal nachlesen könnte. Aber das war jetzt gerade wirklich nur so die prinzipielle Beweisskizze. Gut, damit sind wir am Ende von Kapitel 13 angekommen und haben jetzt eines der wichtigeren, meiner Meinung nach, Prinzipien kennengelernt. Das nächste, was wir kennenlernen, ist der Satz von der offenen Abbildung. Das ist ein interessantes Ding. Das wird auch ein längeres Kapitel sein. Und da beschäftigen wir uns dann im Prinzip erstmal damit, was sind offene Abbildungen, was kann man dann damit machen. Und da werden wir dann, ich weiß nicht, ob in dem Kapitel, aber entweder in dem oder in dem danach, kommt dann auch der Satz vom abgeschlossenen Graphen. Und dann machen wir einen kleinen Exkurs Spektraltheorie und schließen den Teil 3 dieses Kurses mit dem Hahn-Banachschen Fortsetzungssatz. Gut,
So viel dazu. Dann bedanke ich mich wie immer sehr fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß beim Gucken oder es hat ein wenig geholfen und vielleicht auch genau das behandelt, was ihr gerade gebraucht habt. Falls ihr irgendwelche Fehler findet oder Lob, Kritik, Anmerkungen habt, dann könnt ihr die einfach in die Kommentare schreiben. Ich bemühe mich da immer relativ regelmäßig mal reinzugucken. Ich vergesse das nur immer wieder mal, weil ich bin halt auch irgendwie ein bisschen kaputt im Kopf. Manchmal zumindest. Und deswegen... Ab und zu dauert es mal ein bisschen länger, aber wenn wirklich wichtige Sachen sind, könnt ihr mir auch gerne eine Mail schreiben. Das ist wie immer natürlich auf der Website alles genau erklärt. In diesem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal und damit tschüss.